Jugendliche bzw. junge Menschen in Wien werden immer unzufriedener. Corona alleine ist daran aber nicht schuld, denn die Unzufriedenheit wuchs schon vor der Pandemie. Laut einer Studie der Arbeiterkammer hat ein Viertel der jungen Wienerinnen und Wiener angegeben, mit ihrer Lebenssituation nicht zufrieden zu sein. Diese Daten stammen allerdings aus der Zeit vor Covid. Die Pandemie belastet junge Menschen aber zusätzlich. Hauptgrund für die Unzufriedenheit ist der Arbeitsmarkt und ein geringes Einkommen. Die Isolierung während Covid und das mangelnde Angebot an Jugendkultur kommen dann noch dazu. Wir haben mit Jugendlichen gesprochen. Über Corona, Feiern im öffentlichen Raum, Kultur, Studium und Arbeit, wovon sie enttäuscht sind, worüber sie sich freuen und was sie sich wünschen. Ich war ein paar Mal am Karlsplatz so, aber ich weiß nicht, also ich hatte nie Gruppen, die jetzt extra hierher gekommen sind oder auch zum Donaukanal, wo ja auch viel los war. Ich habe mich eigentlich eher so mit einzelnen Personen getroffen, die ich schon kannte, und das war dann halt so. Wie das Wetter jetzt dann besser geworden ist, würde ich sagen, das war so ein Wendepunkt, wo das Leben wieder mehr so begonnen hat in der Stadt. Weil man konnte sich dann einfach in den Burggarten setzen oder auf den Maria-Theresien-Platz. Da war dann irgendwie einfach mehr los. Und ich finde auch dadurch, dass einfach andere Leute auch daneben gesessen sind, hat das schon irgendwie die Stimmung ein bisschen verbessert. Das Feiern hat mir definitiv gefehlt. Also es war schon irgendwie eine schwere Zeit. Ich glaube eben gerade, wenn man jetzt so in dem Alter ist, wo man jung ist und viel erleben möchte, hat man auch irgendwie so diesen Druck, dass man halt seine junge Zeit möglichst gut nutzen möchte. Und der Lockdown war halt da schon eine schwere Pille zum Schlucken, weil das halt dann alles weggefallen ist. Bei mir ist es halt so, dass ich prime Musikerin bin und deswegen die meiste Zeit entweder eigentlich auf Konzerten bin oder Festivals, ist natürlich alles weggefallen. Ich tätowiere und ich mache T-Shirts und Kleidung. Und das Tätowieren ging nicht im Lockdown. Aber das mit den T-Shirts ging schon, weil die kann man ja einfach drucken und verschicken oder wem vorbeiwerfen. Also ich habe mich schon irgendwie mit so Kleinigkeiten über Wasser halten können. Aber ich stelle mir vor, wenn man einen anderen Job hat, war es sicher sehr schwierig. Ja, ehrlich gesagt war es ziemlich schwer. Wenn ich nicht die Unterstützung von meiner Familie bekommen hätte, wäre ich ehrlich gesagt komplett am Arsch gewesen. Am Arbeitsmarkt ist es jetzt schwieriger, ein Praktikum zu bekommen. Also es ist ja auch viel weniger Angebot da gewesen. Also von dem her ist die Zufriedenheit schon gesunken während Corona. Aber ich würde auch sagen, gleichzeitig, dass es jetzt, wo wieder alles öffnet, ist es dafür auch wieder umso schneller bergauf gegangen, bei mir persönlich jetzt, als im Vergleich zu vor ein paar Monaten. Mit Freunden habe ich mich eigentlich immer im öffentlichen Raum getroffen, was für mich dann halt noch erschreckender ist, dass, also ich habe ehrlich gesagt noch nie so viel Polizei gesehen wie in den letzten Monaten und dieses Jahr und letztes Jahr. Und ich habe auch das Gefühl, egal wo man ist, egal wie viel man Abstand hält oder was auch immer, dass die Polizei einfach immer da ist. Und genauso wie beim Karlsplatz oder beim Donaukanal. Ich finde, man merkt halt einfach, dass es immer eine gewisse Spannung gibt. Also ich finde, das mit der Polizei in Wien ist sowieso eine Frechheit. Gerade am Donaukanal oder so, auch wie sie mit jungen Leuten oder auch Frauen umgehen. Ich war, als der Lockdown jetzt vorbei war und wo wieder ein paar Leute unterwegs waren, war ich am Donaukanal mit ein paar Mädchen. Und wir haben Musik gehört, getrunken und getanzt. Und dann sind wir mehrfach von Männern belästigt worden und so wirklich penetrant und es war wirklich sehr unangenehm. Und dann sind uns Polizisten entgegengekommen und ich bin zu ihnen hingegangen und habe ihnen gesagt, was uns gerade passiert ist. Und sie haben uns, es war 23 Uhr oder so, und sie haben uns gesagt, ja, Mädchen sollten um die Uhrzeit nicht am Donaukanal sich aufhalten. Also ich muss ehrlich sagen, worauf ich mich wahnsinnig freue, ist auch wieder das erste Mal seit so vielen Monaten wieder in einen Club zu gehen. Auch wenn ich davor gar nicht so jedes Wochenende in einen Club gegangen bin, aber einfach weil es so lange her ist, bin ich schon sehr gespannt, wie das jetzt wieder werden wird nach so langer Zeit. Also nach den Lockerungen jetzt freue ich mich auf jeden Fall, einfach wieder meine Freunde zu sehen und generell nicht nur meine Freunde zu sehen, sondern auch zu sehen, dass sich andere Leute wieder ihre Freunde treffen können. Ich freue mich wahnsinnig für meine Großeltern und für alle anderen Großeltern, dass man in der eher späteren Phase seines Lebens noch das Leben genießen kann und nicht nur drinnen sitzen muss. Und ich freue mich sehr, meine Oma zu sehen und mit meiner Oma etwas zu unternehmen.
Konsumfreier Raum ist sehr wichtig, vor allem für Studenten. Ich habe nicht Geld, dass ich mich in Cafés treffe oder in Bars oder was auch immer, also wirklich nicht. Deswegen das irgendwie schützen, erweitern. Alle sollten impfen gehen, bitte. Ja, voll. Ich glaube, that's it. Ich glaube, am wichtigsten ist, dass die Politik darauf schaut, dass die Jungen die wichtigen Aspekte in ihrem Leben möglichst gut durchführen können. Also das bedeutet Schule, Uni und auch die Möglichkeit, Freunde zu treffen in einem auch relativ unproblematischen Rahmen. Also zum Beispiel, dass man sich draußen treffen kann oder getestet im Restaurant treffen kann, dass das auf jeden Fall aufrechterhalten bleibt. Auch wenn es jetzt dann vielleicht wieder ein bisschen schlechter ausschauen wird. Weil ich glaube, dass das einfach sehr wichtig ist, auch für unser Wohlbefinden von den Jungen. Und das ist ja auch ein Aspekt, den man nicht unterschätzen sollte.